Die jüngste Entwicklung dort ist bestürzend. Das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte, der Einsatz von scharfer Munition gegen friedliche Demonstranten hat bereits zu mehreren Toten auf Seiten der Demonstranten geführt und zu zahlreichen Verletzungen. Solch tödliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Bundesregierung verurteilt das auf das Schärfste. Die Bundesregierung fordert das Militär und die Polizeikräfte in Myanmar auf, diese Gewalt gegen Demonstranten zu beenden und äußerste Zurückhaltung zu üben. Die Menschenrechte, das Völkerrecht müssen geachtet werden. Wir fordern das Militär auf, im Rahmen eines Dialogs die Rückkehr zum Demokratisierungsprozess zuzulassen. Die festgenommenen Spitzenpolitiker, Aung San Suu Kyi, aber auch der Staatspräsident Win Myint, müssen umgehend freigelassen werden. Rechtsstaatliche Prinzipien sind zu respektieren. Die Position, die Herr Seibert gerade vorgetragen hat, auch gegenüber dem Militär von Myanmar dadurch von unserer Seite zum Ausdruck gebracht wird, dass das Auswärtige Amt für heute die Botschafterin Myanmars einbestellt hat. Die Zahl der Menschen, die intensiv